Willkommen zu einem neuen Nebenprojekt, nämlich die bekannte Sat1-Krimiserie K11, Kommissare im Einsatz. Und zwar in Full HD, sprich 1920x1080 Pixel. Wir werden Verhöre durchführen, Beweise suchen, Spuren suchen und die Beweise auch natürlich einzeln überprüfen. Ihr könnt schon mal gespannt sein auf die interessanten Krimifälle. Erstmal eine kleine Vorschau auf den Mord. Dein erster Tag im K11-Team. Löse deinen ersten Fall. Hallo. Ich bin Kommissarin Alexandra Rieks. Du kannst Alex zu mir sagen. Du bist neu hier, nicht? Frisch von der Polizeischule? Ja, ich bin erst vor ein paar Tagen hier angekommen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Wir uns auch. Frische Augen können nie schaden. Du wirst sehen. Hier sind alle sehr nett und helfen gerne, wenn du Fragen hast. Allerdings kann es ab und an schon mal ein wenig rauer zugehen. Rauer? Ich bin einiges gewöhnt. Mich kann so schnell nichts umwerfen. Dann warte mal auf deine ersten Mordopfer. Manches kann einen hier ganz schön mitnehmen. Kein Problem. Ganz ehrlich, ich war noch nie zimperlich. Gut, dann kommen wir doch gleich zu deinem ersten Fall. Im Fall Endstation wurde der Busfahrer Ernst Ruppert tot in seinem Bus aufgefunden. Das Team besteht aus uns beiden und dem Techniker Philipp Anders, der alle notwendigen Analysen für dich durchführen wird. Der Mord passierte im Bus an der Endhaltestelle. Dort solltest du dich unbedingt zuerst umsehen. Okay. Angeblich gibt es eine Zeugin, die sich kurz vor der Tat im Bus aufgehalten haben will. Das muss ich aber noch genauer überprüfen. Okay. Alles soweit verstanden? Jo, kann losgehen. Fall Endstation, Kapitel 1, der Tatort. Untersuche den Tatort Busstation. Die ganzen Einblendungen erkläre ich dann später oder nebenbei. Und zwar haben wir hier unsere ganzen kleinen Kreise, sag ich jetzt mal. Hier sind unsere Beweise, die wir später einzeln untersuchen können und auch bewerten. Hier sind dann unsere Verdächtigen, die wir dann zu Verhören einladen und befragen. Hier sind die Schauplätze, Büro und Busstation in diesem ersten Fall. Kapitel, die sind eigentlich belanglos und hier können wir unsere Fallakte auch wieder schließen. Also ab zur Busstation. Endstation, Tatort, Busstation, Grüning. Hier haben wir unsere einzelnen Werkzeuge. Wenn wir hier einen Tatort untersuchen, über das K11-Symbol können wir zurück zum Hauptmenü gelangen. Und wie wir schon sehen, hier ist die Leiche natürlich markiert, wie sie lag. Hier wurden der Fundort und die Lage von Ernst Ruperts Leiche markiert. Und hier liegen schon zwei auffallende Dinge. Zum einen ein Handy mit einer SMS drinne. Was haben wir da noch? Eine Maus. Die Ratte zeigt bereits erste Spuren von Verwesung. Die muss schon seit einiger Zeit hier liegen. Gucken wir mal. Da ist nur der ganz normale Plan. Hier ist nichts weiter. Okay, haben wir hier was? Nee. Gut, hier liegt nur eine Fahrkarte rum. Ein Busticket für eine Einzelfahrt. Es ist bereits entwertet. Da könnten vielleicht noch Fingerabdrücke sein. Was haben wir hier hinten? Eine gewöhnliche schwarz-blaue Sporttasche in einwandfreiem Zustand. Da könnte vielleicht was Interessantes drin sein. Oder könnte auch leer sein, man weiß es nicht. Müssen wir später gucken. Erstmal sammeln wir hier alle Beweise ein. Etwas unter dem Fahrzeug? Man weiß ja nie.
Aber die Reifenspuren sind auffällig. Und eine typische Einkaufstüte aus Plastik. Sie sieht zerschlissen aus und ist stellenweise schmutzig. Aber die Reifenspuren sind natürlich interessanter. Die fotografieren wir natürlich. Gut. Sonst sieht der Bus eigentlich wie jeder andere normale Stadtbus aus. Im Müll vielleicht was versteckt? Hier ist auch nichts. Ich gucke noch mal rein im Bus. So, das Handy. Die tote Ratte. Die normalen Spuren. Das Ticket. Und die Tasche. Na, dann gehen wir mal zurück zum Büro und untersuchen mal die ganzen Spuren. Das habe ich schon alles erklärt. So. Ja, wir haben unsere Beweise und unsere Werkzeuge, alles Mögliche. Das kommt alles noch. Elo. Das Logo auf der Plastiktüte stammt von einer Tankstelle namens Elo Shop. Aha, eine Tanke. Kommen wir zur Ratte. Hier ist sie etwas blau. Da hat sie eine Wunde. Aber was macht bitte eine tote Ratte in einem Bus? Gucken wir mal beim Handy. Inhalt der SMS. Rupert, pass auf, was du tust. Das könnte sonst schlimm für dich enden. Absender Werner Kallmann. Eine Droh-SMS. Mal beim Busticket. Schauen wir mal nach Fingerabdrücken. Da wird was schwarz. Gut, haben wir schon mal den Fingerabdruck. Schauen wir mal, was in der Sporttasche drin ist. Wo ist der Verschluss? Ah, hier. Bargeld im Wert von 10.000 Euro. Das könnte ein Motiv für einen Mord sein. Wegen dem Geld. Mal beim Geld. UV-Licht. Auf dem Bargeld befinden sich Blutspuren. So. Na, dann schicken wir doch mal diese Blutspuren an den Techniker. Ansonsten ist ja eigentlich alles erledigt. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Ich habe Neuigkeiten für dich. Was für Neuigkeiten? Die Ehefrau des Mordopfers hat sich bei uns gemeldet. Ein äußerst merkwürdiges Telefonat. Inwiefern merkwürdig? Sie wollte sicherstellen, dass es sich bei dem Opfer auch wirklich um ihren Mann handelt. Und? Nun ja, sie wirkte nicht sehr mitgenommen. Da war keine Spur von Traurigkeit. Sie war eher ärgerlich. Eigentlich sogar richtig wütend darüber, dass sie von nun an ihre Kinder alleine versorgen muss. Interessant, die beiden hatten wohl keine besonders innige Beziehung. Wohl nicht. Rupert dürfte auch abseits von Familie und Freundeskreis nicht sehr beliebt gewesen sein. Seine Ehefrau beschrieb ihn als griesgrämig und eigenbrötlerisch. Sehr schön.
Du hast also den Tatort bereits untersucht. Es wird Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Welche Beweisstücke hast du am Tatort gefunden? Ja, einige. Das Handy, die Tüte, das Ticket, die Tasche und die Ratte. Ausgezeichnet. Das sind alle Beweisstücke, die wir brauchen. Beweismaterial allein reicht nicht aus. Kommen wir nun zu den Spuren am Tatort. Welche Spuren hast du am Tatort gefunden? Ja, nur die Reifenabdrücke. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Für unsere Akten muss noch eine Skizze des Tatorts erstellt werden. Markiere die Stellen, an denen Beweisstücke gefunden wurden. Wo befanden sich das Handy, die Reifenspuren, die tote Ratte, die Plastiktüte, das Busticket und die Sporttasche? Das dürfte nicht schwer sein. Die Tüte war links hinter dem ersten Vorderrad, hinter dem Vorderrad. Das Ticket war bei der zweiten Tür. Die Tasche in der Nähe der dritten Tür. Die Ratte hinter dem Busfahrerplatz. Das Mobiltelefon direkt darunter und die Reifenspuren daneben. Sehr gut. Das war gute Arbeit. Du solltest jetzt die gefundenen Beweisstücke näher untersuchen. Ich bin mir sicher, dass wir dadurch noch die eine oder andere wichtige Information erhalten. Fall Endstation, Kapitel 2, erste Untersuchungen. Untersuche die gefundenen Beweisstücke und Spuren. Okay. Also eigentlich haben wir ja schon alles untersucht. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Gut, dass du da bist. Wir haben wieder neue Informationen erhalten. Welcher Art? Wir haben die Zeugin aufgespürt. Eine gewisse Valentina Krupp. Sie dürfte kurz vor der Tat im Bus gewesen sein. Ich sollte sie verhören. Vielleicht kann sie uns ja ein paar Hinweise geben. Das wird schwierig werden. Die Dame war nur zu Besuch hier und ist mittlerweile wieder im Ausland. Das macht die Sache wirklich nicht einfacher. Alles halb so wild. Keine Bange. Kollegen des Auswärtigen Amts kümmern sich bereits um alles. Sie werden uns Protokolle ihrer Aussage zukommen lassen. Wann können wir mit den neuen Informationen rechnen? Es wird schon noch ein wenig dauern. Konzentrieren wir uns erst einmal auf die Beweisstücke, die wir bereits gesammelt haben. Okay. Hast du alle Beweisstücke genau untersucht? Gehen wir gleich mal alle durch. Im Bus wurde eine Tasche gefunden. Haben uns deine Untersuchung weitergebracht? Da war 10.000 Euro drinne. Richtig, aber noch fehlen ein paar wichtige Details. Ein interessanter Fund, nur bringt er uns nicht wirklich weiter. Hast du das Bargeld genau untersucht? Ja, da war Blut. Befanden sich Blutspuren. Sehr gut, damit sollten wir etwas anfangen können. Du hast doch ein Busticket am Tatort gefunden. Gibt es etwas Besonderes darüber zu berichten? Ein Fingerabdruck. Ausgezeichnet. Wir sollten den gefundenen Fingerabdruck später mit denen der Verdächtigen vergleichen. Ich glaube, es gibt noch ein weiteres Detail, das wir nicht außer Acht lassen sollten. Was denn? Was kannst du mir über die Plastiktüte berichten? Sie trägt die Aufschrift Eloshop. Gut, vielleicht hilft uns diese Information noch weiter. Glückwunsch, du kommst gut voran. Sprich als nächstes mit Techniker Philipp Anders. Er hat wichtige Informationen für dich.